Habe ich das Secret geöffnet? Ja. Bitte essen. Oh ja, ein bisschen. Skill required. Enchant Lightning Arrow. Air Magic ist dein Gebiet. Scroll of Blades ist auch dein Gebiet. Feuer Feines Deins. Das kann auch mal zu dir. Und ich habe das Essen gleich gegessen in meinem Wahn. Du bist Lightning, du bist Erde. Also du bist er. Ein Sparking Spell. Du bist ein Budding Spell. Da sind wir schon voll. Ich glaube, ich schmeiß mal die ganzen Schriftrollen, die ich dann schon kenne und nicht mehr öffnen kann, raus. Gut, das hat uns zu dem Secret gebracht. Allerdings hat es uns noch nicht. Da drüben hingebracht. Das war nicht die richtige Kombination. Na gut, hier ist nichts drin. Dann drücke ich mal den hier. Nein. Wenn ich Glück habe, sind das nämlich immer nur so Zweierkombinationen. Nein, mit dir bringt das nichts. Also du und du, ihr habt den Geheimgang aufgemacht. Wenn ich das jetzt gerade noch richtig weiß. Ich hoffe mal, dass ich das noch richtig weiß. Dann probiere ich mal dich. Und dich, nein. Dich und dich hatte ich schon. Ja. Hatte ich dich und dich schon? Scheinbar auch. Was ist mit dem, wo ich sonst nicht rankomme? Und einem von den beiden Ausgangsschaltern. Weil ich verstehe gerade nicht, wie... Moment mal. Nee, du bist an der Säule, nicht an der Säule. Und ich glaube, das hier hilft auch nicht wirklich. Wenn ich hier zumache. Bis jetzt nicht.
Nein. Jetzt hat sie wieder Hunger und jetzt lasse ich sie leider mal auch hungern. Ja, an dieser Säule sind drei Schalter. Wenn ich jetzt einmal um die Säule rumgehe. Ach ne, an dieser Säule sind nur zwei Schalter. Sorry. Take all the time you need. Das ist halt leichter gesagt, wenn alle anfangen, hungrig zu werden. Ich weiß nämlich nicht mal, ob die Entwickler von dem Dungeon oder der Entwickler bei Hunger Schaden eingebaut hat. So wie beim Tod eben die Abzüge. Ja, ich habe Dunkelheit entdeckt. Weil ich dachte, vielleicht hilft mir die Dunkelheit ein bisschen dabei zu erkennen, welchen Schalter ich drücken muss. Aber dem ist scheinbar auch nicht so. Also machen wir wieder Licht an. Und ja, er regeneriert zurzeit halt keinerlei Mana. Ich muss die Dinger wirklich mal beschriften. Also hier ist 1. An der Säule ist 2. So, dann hat es sich hier geöffnet. Hier sind 3 und 4. Und hier ist 6. So, es gibt jetzt zig Kombinationen, die wir drücken könnten. Nämlich zum Beispiel 2 und 1. Aber das bringt uns alles nichts. Wir müssen gucken, dass wir alles mal mit der 6 durchprobieren. Also 6 und 1 macht nichts. 6 und 2 höre ich auch nichts. 6 3 macht nichts. 6 und 4 macht auch nichts. Ich weiß halt auch nicht, ob die Reihenfolge Auswirkungen hat. So, 6 und 5 macht was. Okay. Schlüssel. So, da ist jetzt 7. Kann ich nicht hinschreiben, weil da der Kartenrand ist. Also 7.
Und 1. Macht nichts. 7. Und 2. Macht auch nichts. 7. Und 3. Macht nichts. Wahrscheinlich müssen wir den Knopf jetzt zusammen mit allen anderen Knöpfen drücken. Und das ist dann die Rätselslösung. So, 7 plus 3 hatten wir. 7, 4. Macht auch nichts. 7. Und 5. Sieben und 6. Macht auch nichts. Jedenfalls hat es den Anschein, als ob es nichts macht. Wo geht der Porter hin? Der geht zurück, okay. Ich will jetzt nämlich erstmal... weiter gucken. Do not take the gems with you. Leave all 4 behind. Wie witzig. Ich habe nur 2. Muss ich jetzt von D etwa noch die anderen holen? Ja, aber toll, wenn ich den hier rausnehme. Habe ich mich jetzt gerade verbaut? Autsch. What? Habe ich es mir jetzt gerade verbaut? Okay, ich gehe mal übers Main-Menü, weil ich glaube, dadurch kommt der Ladefehler nicht. Ne, ich bin schon mal hier. Jetzt bin ich hier. Ja gut, A will ich mal gerade nicht. D will ich. Mhm.